Das wird eine Aufgabe für Thorsten Lieberknecht und die Lilien, denn Christian Aichners KST hat zu Hause seit 5 Stunden kein Gegentor mehr kassiert. Aber heute fehlt Karlsruhe der Mann mit der Mütze. Abwehrchef Marcel Franke hat am Donnerstag Stammzellen gespendet, kann damit womöglich das Leben eines Schwerkranken retten. Nach dem Eingriff Franke heute nur Zuschauer. KSC in den dunkelblauen Jubiläumstrikots, vor 70 Jahren der KSC entstanden, durch die Fusion des VfB Mühlburg und des FC Phoenix. Darmstadt auffälliger zu Beginn, nicht nur was die Trikotfarbe angeht. Tobias Kempe, Christian Aichners neu formierte Innenverteidigung mit Franke-Vertreter Kobalt lässt zunächst wenig zu. Knapp 20 Minuten vorbei, Freistoß KSC. Es ist Heise, Schleusener 1-0. Fabian Schleusener, letzte Saison nur Bankdrücker, jetzt die Birne der Liga. Keiner trifft öfter mit dem Kopf als Fabian Schleusener. Sein drittes Tor in Folge. Verschafft sich Platz gegen Tietz und hat dann keine Mühe. Zimmermann hebt im Zentrum das Abseits auf. Und das Jubelzeichen von Schleusener geht in Richtung Tribüne. Dort feiert auch der Abwehrchef mit Töchterchen Juli auf dem Schoß. Der 29-jährige Marcel Franke hat ja selbst vor 4 Jahren eine Saison für Darmstadt gespielt. Und dann wird's kurios. Achten Sie auf den Schiedsrichter Alexander Sater. Hoppla! Paul Nebel ausgenockt. Nebel kann nach kurzer Behandlungspause weiterspielen. Aber erster Fehler des Unparteiischen. Keine gelbe Karte gegen sich selbst nach dieser Aktion. Karlsruhe mit mehr Tempo, größerer Entschlossenheit jetzt. Auffälligster Akteur, Fabian Schleusener. Schon wieder im Strafraum gegen Patrick Pfeiffer. Geblockt, Badmatz setzt nach. Badmatz, Zimmermann auf der Linie. Jung, Holland räumt auf. Sebastian Jung, der vor 8 Jahren sogar mal ein Länderspiel gemacht hat. Zuletzt über ein Jahr verletzt war mit Kreuzbandriss. Seit seiner Rückkehr vor einigen Wochen gibt er dem KSC viel Qualität über rechts. Ja, aber lässt er die große Chance zum 2-0 liegen, nachdem Zimmermann auf der Linie rettet. Stotterstart der Linien in diese wilde Woche mit 3 Spielen in 6 Tagen. Am Dienstag ja das Highlight, DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach live in der ARD. Darmstadt kommt präsenter aus der Kabine. 4 Minuten vorbei in der zweiten Hälfte und das ist Patrick Pfeiffer. Standards können sie, die Linien. Das 8. Tor nach ruhenden Bällen für Darmstadt in dieser Saison. Das ist Ligaspitze. Und gerade im Kopfballspiel fehlt dem KSC der Größte im Team, Marcel Franke. Breithaupt kommt zudem gar nicht hoch zum Kopfball. Bleibt eine Kopfsache, dieses Spiel. Aber auch am Boden. Darmstadt jetzt klarer. So erlebt's Marcel Franke. Aaron Seidel, zur Pause gekommen, setzt sich durch für Ben Baller im Spiel. Seidel schon in Kaiserslautern mit einem Joker-Tor, mit der nächsten Möglichkeit für Darmstadt. Ist jetzt richtig viel Fahrt in dieser Partie. Darmstadt besser in den Zweikämpfen, mit mehr Geschwindigkeit nach vorne. Karlsruhe sucht die Ordnung. Paul Nebel versucht es mal allein. Nebel mit dem Blick für Schleusener. Nee! Der ist nicht ganz einfach, ein bisschen hoch, aber klar muss der zumindest aufs Tor kommen. Schleusener mit ganz, ganz viel Platz nach diesem super Zuspiel von Paul Nebel. Gute Stunde vorbei. Christian Aichners Team auf der Suche nach Ordnung. Darmstadt entwickelt jetzt viel Wucht. Nächste Standardsituation. Kempe. Gersbeck kommt raus gegen Patrick Pfeiffer. 2-1. Aber achten Sie auf den Schiedsrichter. Der fragt gleich nach bei Aaron Seidel. War da nicht was? Verwirrung. Karlsruhe protestiert. Will einen Foul gesehen haben. Aber Gersbeck kommt klar zu spät. Auch wenn Pfeiffer zunächst gegen die Hand köpft von Gersbeck. Das wird nicht abgepfiffen. Das prüft der Videoschiedsrichter nicht. 3 Minuten lang dauert es, bis Köln sich meldet. Sie schauen auf was anderes. Und zwar auf den Kontakt nach Pfeiffer. Nach dem Kopfball springt Seidel der Ball an den Arm. Und deshalb, nach langer Beratung, wird der Treffer zurückgenommen vom Videoschiedsrichter. Wegen des Handspiels von Aaron Seidel.
Darmstadt besser in der zweiten Hälfte. KSC will trotzdem den Dreier erzwingen. Aber Genauigkeit fehlt jetzt und Darmstadt ist noch frisch nach 88 Minuten. Marvin Mehlem, der ehemalige Karlsruher, auf Philipp Tietz gegen Heise, gegen Gersbeck und jetzt zählt's. Philipp Tietz, sechstes Saisontor und im Vollsprint ab zur Bank. Hier feiert der Spitzenreiter. Darmstadt erzwingt die Tabellenführung mit einer beeindruckenden Energieleistung. Die Lilien bleiben auch im 11. Spiel nacheinander ungeschlagen.